herzlich willkommen auf dem Radioactive Server. Neues Video, alles rund um die Katze und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Und ich zeige euch jetzt hier einmal links eingeblendet, ihr seht es anhand der roten Punkte auf der Map, wo ihr Katzen finden könnt und wo ihr diese tamen könnt. Es geht wieder um eine 30er Katze, sprich Sperm Whale Killer, wieder wichtiger Bestandteil dieses Videos. Wofür ist die Katze also da? Sie hat einen Jagdmodus, kann Fisch, Rodent und Keratinoid farmen bzw. jagen. Ist im PvP vielleicht auch ganz interessant, dadurch, dass sie 9 Leben hat. So, wollt ihr das Tier jetzt tamen, benötigt ihr eins dieser 3 Nahrungsmittel, sprich Fisch, Milch oder Prime Fish. Was anderes ist die Katze nicht. So, die Katze ist ein sehr, sehr scheues Tier. Das heißt, ihr solltet auf jeden Fall folgendes skillen. Beast Mastery Stufe 2, weil es ein Stufe 2 Tier ist, das verbesserte Zähmen, damit es möglichst schnell geht. Und wie ich schon erwähnt habe, dadurch, dass es sehr, sehr scheu ist, das Schleichen auf der maximalen Stufe. Wollt ihr euch der Katze nähern, solltet ihr das kriechend tun und möglichst von der Rückseite, weil sonst die Katze einfach ihren Flieh-Modus aktivieren wird und ihr müsst jedes Mal wieder warten, bis sie sich beruhigt und wird immer weiter in den Flieh-Modus gehen, bis ihr es richtig macht. Ich habe hier wieder 30er Tier, ihr seht es, alles für euch einmal durchgetestet. Normaler Fisch 11,9% pro Tame, Prime Fish 23,8% und Kuhmilch 31,8%. Dazu gilt zu sagen, dass Kuhmilch die einzige Milch ist, welche funktioniert. Ja, dann springen wir direkt weiter. Ihr seht hier einmal den Jagdmodus, 3 verschiedene Sachen gefarmt, Bug, Fisch und Rodent. Das sind die 3 Sachen, die es farmen kann. Oben seht ihr nochmal, wie viele. Die Katze gibt euch keinen Buff auf der Schulter, kann allerdings einen Hut tragen und spawnt bei uns nicht wild, sondern ausschließlich durch die Spawner, welche wir gesetzt haben, da wir keine normalen Freeports haben. Ja, hier einmal, ihr seht es gerade an der Katze, 7 Leben hat sie noch, wurde jetzt wieder von einem Löwen, ja, getötet. Und Katzen haben, ja, in Atlas von Natur aus 9 Leben. Und ihr seht jetzt hier gleich, wie die Katze wieder aussteht. Ihr seht unter dem Namen dann die Leben angezeigt. Sprich, das Tier ist im PvP, denke ich, sehr, sehr interessant und hat einige interessante Informationen und ist quasi so ein kleiner Passiv-Farmer, welchen ihr in der Base abstellen könnt. Vielen Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Viel Glück beim Katzenfinden. Bleibt gesund und bis zu meinem nächsten Video auf dem Radioactive Server. Ciao, ciao.